Einmal Alihüpp. Nochmal Alihüpp. Alischwupp. Und wahrscheinlich in meine Richtung hier, wa? Nö. Denn nicht. Ja, fast richtig hier liegen, fast. Hallo. Ich bin hier irgendwo oben. Möchte irgendwann runterfallen. Sagte sie und ging zur Kante, ne? Okay. Dann mal hier hin. Mal das hier mitnehmen. Langsam. Okay. Ich muss doch bestimmt darüber, oder? Das müsste doch unsere Lara eigentlich schaffen. Guckt nicht hin. Zeugt das von kein Vertrauen? Ich weiß es nicht. Kein Vertrauen in meine Künste vielleicht. Guck mal, so ist heller. Ich finde es schön, dass man so schnell umschalten kann. Mal so nach so und dann... Dann stehst du hier in der Sackgasse drin. Schön. Jetzt mal Spaß beiseite. Wo geht's lang? Jetzt irgendwas übersehen. Langsam. Hä? Bitte nicht auf Laras Popo gucken. Auch wenn Fanservice und so ein Scheiß. Ich versuche mal mit Anlauf. Sieht gut aus. Ja, manchmal ist Anlauf nämlich auch zu weit und dann batsch. Hallo. Das war ein Affe. So, da nicht. Ich gehe einfach mal hier runter. Wir können uns einfach mal hier hinlegen und chillen eine Runde. Das war bestimmt für die Bediensteten bloß noch. Die nicht gucken durften. Gitter, Gitter, wir brauchen einen Schlüssel. Wir können da wieder Steinchen wegschieben. Schick. Nicht hingucken. Ich mache das gerade extrem viel. Ja, ich weiß. Ich zieh den mal. Ich bereue es, wir werden ihn garantiert schieben müssen. Aber ich zieh ihn mal. Wir haben so viel Platz. Da lockt schon etwas dahinter. Da lockt schon was. Hallo. Mit dem Medikit könnt ihr mich immer locken, ne? Ach ja. Kann man noch andere Türen. Kann ich einfach hier durchgehen? Das ist doch Levelende, komm. Tschüss, ich bin weg. Hätte nicht. Hätte ja klappen können. So, welche von den vielen Türen war das jetzt so? Und kann ich mir eine Möglichkeit machen, hier wahrscheinlich hochzukommen? Wahrscheinlich nicht. Muss ich jetzt wirklich da... Da oder dahin? Oh Gott. Nur um dann zu wissen, ich komme hier nicht mehr hin zurück. Das wäre aber ein tödlicher Sprung. Na gut. Dann wollen wir mal.
Kann ich mich ja wirklich gleich hier runterrutschen lassen, ne? Löwe? Pierre? Irgendwer von euch? Lasst mal bestimmt keine Ruhe jetzt hier. Die Zeit muss sein. Aber theoretisch müsste es ja hier diese Tür gewesen sein, weil die andere war ja, glaube ich, oben. Ich bin so episch. So episch im Runterklatschen. Ach komm. Ein bisschen können wir noch. Das wäre jetzt beinahe schon tödlich gewesen. Ich fordere mal die Filter unten rein. Na gut. Ich hätte speichern sollen, ne? Ich würde es nur mal sagen, ich hätte speichern sollen. Ich werde vor der Kugel auch speichern, tut mir leid. Wir können ja mal Wetten abschließen, was da so für eine Zahl steht, wenn ich das Spiel durch habe. Wer die Zahl rechnet ja mit hoch. Aua. Aha. So, jetzt weiß ich ja schon mal, dass wir uns jetzt hier nichts mehr passiert. Jetzt ein etwas. Aber schaffst du natürlich, mich selbst zu töten. Warum denn nicht? Ja, noch in das Loch reinfallen, noch einen Stacheln klatschen. Uiuiui. Ist heute kein guter Tag für Lara. Okay, siehe. Ich würde sagen, da steht eine dreistellige Zahl. So 526 oder so. Das ist die Frage. Denn so? Denn so erstmal, ja. Du bist eine böse Kugel. Wenn man bedenkt, dass man das eigentlich im Spiel selbst überrascht hat. Aber auch überraschen. Was ist da unten? Okay. Ha. Ich wollte schon sagen, darf ich eine neue überarbeiten, weil dann nicht runterfallen? Wäre ja lustig gewesen. Ich schaff's schon wieder, mich selber zu töten. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Jipsa. Wie sah die Kugel in Retro aus? Eigentlich schon ein bisschen schöner. So. Hier. Gucken. Hallo. Noch eine Kugel? Bitte nicht. Das muss ich wieder speichern. Das will keiner. Hebel? Achso, es gab noch eine Tür unten. Ja gut, kann sein. Sind wir zufällig richtig gelaufen. Ist ja erstaunlich. Hallo. Okay, das war die Tür, wo wir gerade drin waren. Sehr schön. Dann geht's direkt zur nächsten. Wahrscheinlich ist hier auch ein Folgencut. Mal schauen. Bin ich noch früher? Bin ich denn wahrer schon? Ja, so wie ein Avatar kann ich es nicht machen mit ständig gucken. Ich laufe hier einfach Level für Level durch und dann gucken wir, wie wir es cutten können. Jo. Hallo. Nochmal kurz in die Ecke gucken. Eigentlich nur gucken, nicht gleich runterfallen. Aber gut. Alle hüpp. Alle hüpp. Alle hüpp. Wie sah es denn alt aus? Naja. Nimmt sie jetzt nicht so viel.
Nee, nee, nicht zu nah an der Kante, bitte. Halt nicht die Kamera drehen. Da würde ich analog wieder nutzen, weißt du? So mit der Panzersteuerung nicht anfreunden wollen, aber da würde ich sie nutzen. Könnte klappen. So. Und ein bisschen mutig. Und ein bisschen mutig. Ah ja, egal. Fast. Pierre, bist du wieder hier? So, für nächstes Mal gleich mal einen Speicherpunkt. Ich sehe den Hebel. Der Hebel ist so baitmäßig aufgebaut. Option, nee, ist richtig. Sah gerade so falsch aus. Na? Wo denn? Na? Und denn du auch noch? Na, du bist aber noch nicht zufrieden. Oder? Hallo, sowohl Löwe als auch Pierre. Löwe ist da. Lauf! Der ist sowieso beim nächsten Frame wieder verschwunden, also ist egal. Alib? Der kann aber auch nerven, der Typ. So, gespeichert haben wir, das bisschen Geschieß ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Ich sehe Schniepis. Da hat man keine Schniepis gesehen. Da sieht man Schniepis. So. Gott. Ich sag jetzt nicht weiter dazu. Da ist Tauhi. Zeig mir doch mal die Ecke da. Nö. Muss ja wissen, ob da was drin liegt. Die große Tür ist schon offen. Was ist denn Tauri? Wo muss er den Schlüssel noch geben? Theoretisch könnte man jetzt umdrehen. Und wurde ja jetzt eigentlich dann durchgehen können durchs Ende. Na, das müssen wir schieben. Da ist es hier zu schmal für. Bitte nicht anspringen, bitte nicht fressen. Dankeschön. Dann schieben wir mal den Block hinaus aus dem Weg. Da liegt was. Ne, da liegt nichts. Das ist eine Druckplatte. Doch, da liegt tatsächlich ein Schlüssel. Für was auch immer. Finden wir ja raus. So ist ja nicht. So, einmal ins tiefe Nass. Ich habe damals immer geträumt, auch wie Lara tauchen zu können. So lange und so schnell. Und im Nachhinein schwimme ich nicht gerne. Oder schwimme nicht gut, sagen wir es mal so rum. Ich kann nicht gut schwimmen. Das ist eher so Bojendümpeln. Ja, Bojendümpeln, das passt. So, jetzt die Frage. Wie kamen wir denn da hoch? Ich glaube, da hinten, wo der Affe lang zischt, ne? Ich glaube, der Affe hinten hat recht. Na, Äffchen? Alles gut? Ich komme gleich zu dir.
Aber ich möchte so ein bisschen die Kante da hinten noch nutzen. Alles andere ist mir doch ein bisschen zu hoch. Möchte mir ja nicht ein Knöchel brechen. Nur ein bisschen den Hals. So. Sehr schön. Ich bin ja der Meinung, wir mussten jetzt hier hinten, ne? Auch jetzt hier oder lang? Oh Gott. Ich glaube, das war hier lang, oder? Hier, denn hier? Wahrscheinlich gab es ja einen besseren Weg. Aber ich fand nur den. Aber das habe ich mir wenigstens gemerkt. So. Dann einmal alle Hüpse. Einmal anständig ausrichten. Möchte jetzt ungern runterfallen. Mit Anlauf hat es letztes Mal auch geklappt. Und dann nochmal ganz kurz, bevor irgendwas passiert. Nicht, dass hier per Raketenwerfer kommt oder so ein Scheiß. Was ist denn hier? Kleine Schniepi. Oh Gott. Jetzt bin ich so ein Labyrinth raus. Krokodil. Ja, nun hör mal auf, mich zu fressen. So schnell geht's nicht. Schließt dich jetzt gleich trocken. Und dann gucke ich, was für ein Geheimnis du verbirgst. So, flupp, ist das Wasser bestimmt weg. Oder auch nicht. Warte mal. Nicht beißen. Wenn du es mir so anbietest. Und was macht ihr heute noch so? Na, guckt aber grimmig. Was an die zieht, guckt sie grimmig. Jetzt habe ich Zina loslassen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ah. Du kommst schon wieder hier, ja. Klappt das mit dir noch? Nö. Na gut. Dann mache ich so weiter. Muss ich bloß ein bisschen auf mein Leben achten. Ist nur das hier aufgegangen? Was ich mich gerade frage, ist das jetzt das Ende? Bin ich jetzt... Entschuldigung. Ich muss nochmal... Wir gucken nochmal ganz kurz nach oben. Wenn ich wieder hier zurück kann, gucken wir nochmal kurz nach oben. Ja, irgendwie... Kommt mir das nämlich mit diesem Tunnel da sehr, sehr bekannt vor. Huch. Das sollte bestimmt nicht passieren. Fifi, lässt du es mal bitte? Ich hau uns hier mal noch einen Speicherpunkt rein, dann gucken wir, was da hinten ist. Für den Fall, dass es jetzt richtig ist, laden wir den Speicherpunkt nochmal und tauchen bei Krokodil darunter. Ich bin mir so unsicher. Wir gucken einfach mal. Wow. Ey, wenn ich das verpasst hätte, ja. Wenn ich das verpasst hätte. Hätte so andersrum so machen können.
So, okay. Dann gehen wir zum Levelende. War schön versteckt hier, ja. Da war kein Bild. Da ist jetzt ein Bild. Ja, Kroko. Du hast noch ein bisschen Hunger, du darfst noch ein bisschen. Ich gönne dir auch das Leben, da ich unter Wasser nicht schießen kann. Das ist dein Glück jetzt. Nutze es. Wer weiß, wann der nächste Abenteuer hier langkommt. Meine, vielleicht, wenn Pia gleich kommt, dann kannst du dann ein bisschen rumknauern. So. Damit haben wir die Folge. Oder, ja, damit haben wir die Folge. Ein Geheimnis haben wir gefunden. 9 Fundstücke sind, glaube ich, die Dinger. Keine Ahnung. 39 Minuten. Klingt gut. Hat schön geklappt. Dann ist das Kolosseum abgeschlossen. Ich danke fürs Dabeisein. Und bis zur nächsten Runde. Ciao.